Ein herzliches Hallo zusammen, hier ist Katja von Mach's dir schön. Ich bin unabhängige Stampin'Up-Demonstratorin. Ich möchte euch heute eine Sockenbox zeigen, also eine Split-Top-Box werde ich basteln. Und zwar möchte ich diese Socken verpacken. Und da ist hier so ein kleiner Marienkäfer. Hier fliegt er auch noch mal rum und da. Und deswegen möchte ich das Produktpaket Flotte Käfer verwenden. Das findest du im aktuellen Mini-Katalog Januar bis Juni 2022 auf Seite 20. Und auch, es wird übernommen im Jahreskatalog auf Seite 30. Aber es wird nicht das Produktpaket übernommen, sondern das Stempelset und die Stanze einzeln. Das heißt, bis zum Ende der Gültigkeit des Mini-Katalogs kannst du noch 10% drauf sparen. Und das Ende des Kataloges findet man immer hier. Am Ende des Kataloges, nee, auf der Rückseite. Und die geht bis zum 30. Juni. Also bis zum 30. Juni bekommt ihr das Set noch mit 10% Rabatt und danach bekommt ihr die Produkte aber immer noch einzeln. Ja, wir legen los. Und zwar hat die Split-Top-Box, ist das eine Box, wo die sich nachher gesplittet öffnet. Und ich möchte die Basis in Flüsterweiß machen. Als erstes mache ich die Box. Da brauche ich das Maß 17,5 mal 15. Dafür schneide ich jetzt hier ein A4 Grundweiß erstmal auf 15 und dann auf 17,5. Falze alle vier Seiten bei 3 cm ab. Dafür nehme ich das Lineal hier auf der rechten Seite, damit ich das Papier hier länger anlegen kann. Damit es auch gerade anliegt, dadurch kriegt man keine schiefen Falzlinien. So, das bastle ich jetzt erstmal fertig. Und zwar schneide ich mir jetzt hier Klebelaschen. Ich schneide immer an der langen Falzlinie, beziehungsweise an der breiten Abfalzung schneide ich gerade. Das wird der Rand und hier, dieses hier, wird die Klebelasche. Da schneide ich mir hier so einen Keil rein. Genau, und das mache ich jetzt daneben. Und ich schneide immer so ein bisschen die Falz raus, richtig. Also schneide hier an der Falz entlang. Und dann kommt der Keil. So. Dann falte ich alle Falzlinien nach. Indem ich in die Bergfalz habe. Die Bergfalz ist, wie der Name schon sagt, hier so ein kleiner Berg. Und auf der gegenüberliegenden Seite ist die Talfalz. Und die ist meist außen. Und das ist besser, wenn die außen ist, sagen wir es mal so. So. Jetzt klebe ich das zu. Das könnt ihr mit eurem Klebemittel eurer Wahl machen. Beim Tombow ist es so, dass ihr dann noch die Chance habt, ein bisschen hin und her zu schieben, also beim Flüssigkleber. Dafür müsst ihr aber
Moment festhalten. Oder ihr legt euch mal so vier kleine Klammern parat, dass ihr die immer dann benutzen könnt. Dann machen die quasi den Haltejob. Der Vorteil beim Flink und Fix oder beim doppelseitigen Klebeband, Abreißklebeband, ist, dass ihr das dann nicht mehr halten. Also der Vorteil ist, dass ihr es nicht halten müsst, aber der Nachteil ist, dass wenn es klebt, dann klebt es. Also hier könnte ich jetzt noch so ein bisschen schieben. So, hier mache ich jetzt auf beiden Seiten schon mal Kleber drauf. Und klappt das schon mal rein. Na, heute will er nicht so richtig. So. Und dann kann man noch so ein bisschen schieben. So. Und schon habe ich die Basisbox, wo hier perfekt das Paar Socken reinpasst. So, und jetzt soll da ja noch eine das Split-Topping drauf kommen. Dafür hole ich mir wieder mein Schneidebrett und ich brauche zweimal Farbkarton. Hier nehme ich auch wieder den Flüsterweißen, weil nachher kommt auch noch ein Deckel drauf. Und zwar ist das auch nicht wieder, aber es ist 17,7. Mal 8,5. Das brauchen wir zweimal. Das reicht nicht. Also nochmal 8,5 mal 17,7. Dann lege ich die kurze Seite an und falze bei 1 cm und bei 4 cm. Und an beiden langen Seiten falze ich wieder bei 3 cm. So, und bei dem anderen auch 1 cm angelegt an der kurzen Seite und dann nochmal 4 cm und an der angelegten langen Seite jeweils 3 cm. So, die Maße und eine Zeichnung dazu, wo auch Klebelaschen sind und was ihr abschneidet, findet ihr unten im Kommentarfeld beziehungsweise in der Infobox natürlich. Und da findet ihr einen Link zu meinem Blog und dort könnt ihr euch die PDF dazu ausdrucken oder angucken, wie ihr mögt. So, hier schneiden wir jetzt die beiden Ecken ab. Das mache ich jetzt erstmal gleich an beiden. Nicht die Ecken, die beiden Rechtecke. Dann schneiden wir hier nochmal ein 2 cm Dreieck raus. Das heißt, ihr legt euch, seht ihr das hier? Legt euch das entweder auf eure Unterlage, wenn ihr so eine Unterlage habt mit so Maßen. Und dann markiert ihr euch das mit einem Bleistift. Moment. Und
Bleistift hat sich schon wieder verschwunden. Markiert ihr euch das mal hier? Hier zwei, da zwei. Auf der anderen Seite auch. Also wir schneiden hier gleich, ich mache den Strich jetzt mal unter den 2 cm, schneiden hier jetzt diese Ecke gleich weg. Und dafür markieren wir uns das. So, und was mache ich auch mit dem Schneidebrett, indem ich mir hier einfach die Ecken anlege. Und das abschneide. Ihr könnt euch auch, das mache ich eigentlich auch ganz gerne, weil ich meistens meinen Bleistift irgendwie nicht finde, könnt ihr euch hier anlegen bei 2 cm und dann so eine ganz mini Falz, Falzpunkt quasi setzen und dann von dem einen Falzpunkt zum anderen schneiden. Genau, hier muss ich jetzt Acht geben, dass ich von Punkt zu Punkt und nicht auf meine Linie da schneide. Genau. Und dann radiere ich hier nochmal drüber. So. So müssten die beiden bei euch jetzt aussehen. Und jetzt schneiden wir hier noch eine Klebelasche, indem wir hier wieder einmal gerade schneiden und hier einen Keil rein. Gerade und Keil. Jetzt wird wieder alles nachgefalzt. So, und jetzt klebe ich das hier so zusammen und sehe jetzt hier, dass mir diese Lasche hier zu breit noch geworden ist. Also da guckt da über. Und zwar Ziel soll nachher sein, hier kleben wir das an mit der Klebelasche. Und dann sieht das so aus und die wird dann hier so aufgefaltet und diese Ecke stört jetzt hier. Die schneide ich jetzt einfach noch weg. Und dann sieht man die nicht mehr. Auch hier nehme ich gerne wieder den Tombow. Lass ihn einen Moment
anziehen. Andere Seite gucke ich auch noch mal. Jo, da steht natürlich auch die Ecke ab. So. Und das mache ich genauso mit dem anderen. Gucke noch mal, wo schneide ich die Ecke ab, dann mache ich das jetzt hier. Und genau auch da auf der Seite. Zeige ich euch hier nochmal. Hier und hier die Ecke ab. So. Und jetzt klebe ich hier diese Lasche hier drauf. Dafür schneide ich hier jetzt auch noch mal so ein kleines Stück weg. Und da nehme ich jetzt mein doppelseitiges Klebeband, weil da will ich das nicht festhalten, das soll dann gleich kleben. Und mache das, trage das hier auf. Will es sich nicht reißen lassen. Dann helfe ich mal nach. So. Dann ziehe ich die Trägerfolie ab. Lege mir das hier so an. Falte das erst so ein bisschen nach oben. Lege das hier rein. Und lege das so um. Und schon klebt es. Andere Seite genauso einlegen. So, jetzt ist die Basis der Split-Top-Box fertig. Jetzt kommt noch über die gesamte Box eine Auflage. Und zwar nehme ich da jetzt als erste Auflage Glutrot. Die Grüntöne in den Socken sind nämlich nicht so exakt mit unseren. Deswegen habe ich mich für Glutrot entschieden. Und da nehme ich die erste Auflage 11,5 × 9 cm.
hier so drauf, um, ich klebe sie gleich nur an einer Seite fest. Und wenn ich sie dann öffne, da könnt ihr überlegen, in welche Richtung ihr sie öffnen möchtet, ob sie lieber in die Richtung geöffnet werden soll oder so. Und die nächste Auflage mache ich in rundweiß, einen halben Zentimeter kleiner, das reicht nicht, in 8,5 mal 11. So, dass wir hier dann den kleinen schönen Rand haben. Und jetzt habt ihr hier wahrscheinlich schon gesehen, ist schon der Marienkäfer hier hingeflogen. Ich habe schon geguckt, wie der werden soll. Und zwar habe ich den Körper einmal in schwarz ausgestanzt. Das wäre dann so. Und manchmal fallen da so ein paar Reste noch ab. Und die Flügel stanze ich einmal in Blutrot. Da habe ich sie schon. So, wollte ich euch noch mal zeigen. Und einmal mit dem Pergamentpapier. Und den baue ich jetzt wie folgt zusammen. Auf die Flügel möchte ich noch stempeln, und zwar die Punkte. Das war mein Stempelset. Wo sind sie da? Also ihr habt mit dem Stempelset echt total viel Auswahlmöglichkeiten, oder auch mit dem ganzen Produktpaket, weil ihr schauen könnt, ob ihr das nur als Farbkarton ausstanzen wollt oder ob ihr das erst stempeln wollt und dann ausstanzen. Also viele, viele Möglichkeiten. Und da kommen jetzt, wie gesagt, die schwarzen Punkte drauf. Da nehme ich einmal mein Memento-Kissen. Und stempel das hier ab. Ich stempel erst noch einmal vor. Jo, sieht gut aus. So, und dann klebe ich, beziehungsweise mache die erst noch mal so übers Falzbein, so ein bisschen nach oben. Und ich überlege gerade, ob ich mit dem Glue dort einfach klebe. Ja, klebe hier einfach das mit dem Glue dort fest. Und zwar rechts und links mache ich ein Glue dort dran, wenn er denn möchte. Und bevor ich das aber mache, soll ich hier drunter auch noch mal so ein Flügelpaar. So möchte ich das gerne. Und da nehme ich jetzt einfach ein Glue dort, klebe den quasi ein bisschen tiefer, als ich das obere Paar gleich klebe. Dadurch kriegt ihr hier so ein bisschen Schwung. Könnt ihr überlegen, ob ihr die auch noch ein bisschen vorher übers Falzbein zieht. Aber so finde ich das schon ganz süß. So, und jetzt gestalte ich hier noch die Auflage. Und zwar wollte ich da hier euch mal
mit dem Stempel das Generationenstempeln zeigen. Unsere Tinte ist so intensiv, so pigmentiert, dass ihr quasi mehrmals abstempeln könnt. Es wird dann zwar immer so ein bisschen heller, aber es kriegt dann auch so einen wunderbaren Effekt. So, ich überlege nochmal, ich mache es ja nicht, ob ich es hochkant mache oder quer. Ich mache die Box jetzt mal quer, so dass man es so aufmachen muss. Das heißt, ich muss das auch quer halten. Und jetzt ist es so, dass ich stempel wieder einmal ab, sich einfach mehrmals mit dem Stempelabdruck abstempel. Wo ihr darauf achten müsst, hier könnt ihr das ganz gut sehen, wenn ihr mal über den Rand stempelt, dann hat es hier nicht das zweite Mal die Farbe abgenommen und dadurch ist es hier natürlich. Finde ich jetzt aber überhaupt nicht schlimm. Deswegen mache ich das jetzt nur. Ups, das war ein bisschen lasch. Beim dritten Mal. Und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr, jetzt möchte ich zum Beispiel noch mehr von diesen ganz hellen haben. Na, dass ich hier nochmal vorher einfach auf dem Schmierpapier, schweres Wort, abstempel. So. Und so bekommt ihr, versuche jetzt hier nochmal so ein bisschen drauf zu stempeln. Ein kleines Blumenmeer. Genau, was ihr euch schön gestalten könnt. So, und bei den großen Blumen stempel ich jetzt nochmal den, ja, nennt sich das Stempel? Ist das der Stempel? Der Stempel der Blume? Stempel ich den Stempel? Und da nehme ich, es gibt die doch manchmal auch so mit so ein bisschen Grün, oder? Das teste ich jetzt mal. Hier, wie das aussieht. Oh ja, das gefällt mir. Ich habe genommen grüner Apfel oder Apfelgrün. Ich verwechsel es immer. Und das stempel ich jetzt noch mit rein. So. Ja, das gefällt mir doch schon ganz schön. Und hier, wo so jetzt eine Lücke ist, da werde ich jetzt gleich einfach den Marienkäfer draufkleben. Und ich mag es immer ganz gern, wenn der nach oben fliegt. Hier könnte ich noch mal einen reinstempeln. So. Und dann will ich natürlich das ganz viel Glück hier noch unterbringen. Ganz viel Glück. Und für einen flotten Käfer wie dich. Das brauche ich, glaube ich, auch noch. So, jetzt habe ich mich entschieden. Ich möchte für einen flotten Käfer wie dich und ganz viel Glück. Und da nehme ich jetzt hier diese Fähnchenstanze und welche Breite nehme ich da? 1,2. Das müsste eigentlich reichen. Mal gucken.
Wie hoch ist der? Jo. Schneide mir also zweimal zwei Streifen in 1,2. Erstmal beliebig lang. Und dann möchte ich die hier so reinragen lassen. In die Karte. Und zwar möchte ich das mit dem flotten Käfer in Rot, in Blutrot. Stempeln. Und das ganz viel Glück in grünen Apfel. So, ich stempel das jetzt hier erstmal so drauf. Ganz viel Glück. Und hier ist der flotte Käfer. Jetzt sieht mein mein Arbeitsblatt schon wie ein Schlachtfeld aus hier. So. Aber manchmal ist das so. Drehe ich mir das hier nochmal rum, damit ich nicht zu viel abstanze. So hätte ich das gleich gerne. Ich bin ja überhaupt kein Geradeschneider. Ich riskiere es jetzt trotzdem. Und da könnt ihr jetzt überlegen, ob ihr das auch festhackert oder ob ihr das festklebt. Ich würde es nicht komplett festkleben, sondern auch hier wirklich nur hier an der Seite. Und dann kann sich das nämlich noch ein bisschen hochbiegen. Oder ich klebe es mit Dimensionals auf, überlege ich jetzt gerade. Nee, da nehme ich jetzt wieder einfach ein Glue Dot. Habe ich gerade beschlossen. So, und gebe mit dem Finger noch so ein bisschen Drive in das Papier. So. Ich finde, das muss nicht so platt liegen. So, und das sind doch dann die perfekten Glückssocken für eine Prüfung oder wenn man einfach mal Glück braucht. So, und jetzt klebe ich das noch mit Dimensionals fest, damit das so einen 3D-Effekt bekommt. Hätten auch die großen werden können, Dimensionals, aber die waren jetzt griffbereit. So, genau, und hier überlege ich jetzt noch. So, so soll das gleich aussehen. Jetzt, genau, bevor ihr zusammenklebt, das Ganze schließt mit einem Magneten. Das heißt, ihr klebt gleich oben hier den Farbkarton fest. Hier kommt jetzt ein Magnet dran und ihr könnt überlegen, ob ihr den anderen Magneten hier unten versteckt oder ihn dahin packt. Ich packe ihn jetzt, damit ihr ihn auch gut seht, hier rein. Dafür brauche ich jetzt aber erstmal zwei Magnete.
So, und zwar klebe ich dafür hier erstmal jetzt den Magnet fest, wo er hin soll. Dann klebe ich den oberen Teil fest. Das heißt, ich gebe am besten hier Kleber auf, dass ich nicht zu viel Kleber auf das Projekt bringe. Jetzt mache ich am besten schon mal die Socken rein. So, da könnt ihr überlegen oder noch mal schauen, ob ihr dann das Schild abmacht und dass es dann einfach ein bisschen schöner aussieht oder so rumdreht. Ach, so sieht es doch süß aus. Schaut mal, da guckt einem schon der kleine Käfer entgegen. Und genau, dem Kleber noch eine Chance geben, auch anzuziehen. Und dann schnalzt ihr, je nachdem wie das zu sein soll, den Kleber da drauf. Mal gucken, ob ich noch mal einen finde. Ich habe hier immer so ein paar einzelne, wo dann die Klebelasche unten klebt. Aha, da ist er. Da ist der andere Pol. Nehme ich die jetzt erstmal weg. Und dann mache ich hier, ziehe ich nämlich hier erstmal den Kleber einfach ab. Positioniere das nochmal und lasse ihn jetzt gegenschnalzen. Somit klebt der da einfach jetzt fest. Und jetzt kommt noch der Deckel drauf. So, und fertig ist die Split-Top-Box für eure Blicksocken. Also mir gefällt es richtig gut. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.